Es geht diesmal um was ganz, 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 ganz Spezielles, nämlich um Wavelengths. Jetzt aber zu diesem schönen Stück hier. Das hier ist nämlich eine Whip, die komplett aus Wavelengths gemacht ist. Was ist Wavelengths? Wavelengths ist so eine Art, man könnte sagen, Wavelengths ist das Känguru-Leder unter den Kunststoffen. Wavelengths ist im Gegensatz zu dem normalen Paracord wesentlich feiner und wesentlich dünner. Das bedeutet aber auch, dass der Arbeitsaufwand sich mindestens verdoppelt, wenn man es richtig macht. Das hier ist jetzt eine Peitsche aus eben diesem besagten Wavelengths. Und dieses Ding verhält sich fast wie eine gut eingearbeitete Rawhide Whip. Und das heißt was? Ich habe gut eingearbeitete Rawhide Whips und ich weiß, wie die Dinger sich verhalten. Aber bei diesen Wavelengths Whips ist es tatsächlich so, wie auch bei den Whips, die aus Leder gemacht sind. Ja, die Amerikaner sagen so schön, no guts, no good. Das heißt, wenn das Innenleben nicht wirklich richtig gut ist, dann kannst du den Rest vergessen. Und genauso ist es bei Wavelengths Peitschen. Wavelengths Whips sind von der Performance her unglaublich gut. Also dieses Ding hier, ich habe jetzt ein paar Mal gecrackt, das Ding ist, sie läuft flüssig durch, sie ist absolut, wie sagt man im Englischen, responsive. Was? Ja, wie nennt man? Ja, responsive, wie sagt man das? Ja, gute Frage, gell? Es gibt manche Wörter, speziell so auf Thema auf Whips bezogen, da fällt mir nicht viel ein, responsive. Ja, wie erklärt man es am besten? Sie reagiert extrem präzise. Zufrieden? Ja, gut. Also, sie reagiert extrem präzise auf alles, was du mit dem Handle machst. Das Handle ist ein bisschen langgezogen hier, nicht wie die normalen amerikanischen Bullwhip-Handles. Es ist ein bisschen länger, hat den großen, großen Vorteil, du kannst wesentlich besser lenken, steuern, zielen. Und du hast in Verbindung mit dieser sehr, sehr gut gemachten Transition, hast du eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, ja, eine ganz ausgezeichnete Steuerung, Kontrollmöglichkeit. Jetzt kommt hier dazu bei dem Wavelengths-Material, dass es eben nicht wie das normale Paracord läuft, sondern, ja, stell dir vor, du hast einen Schal aus einer groben Schafwolle und du hast einen Schal aus feinster Seide. Das sollte doch im Kopf irgendwo Klick machen. Hm? Und genau das ist es von den Materialien her. Ich kann es euch nur erklären, nur erzählen. Ihr könnt es natürlich nicht in die Hand nehmen jetzt, aber naja, ich kann es versuchen, euch so gut wie möglich wiederzugeben. Und ich möchte jetzt auch gleich nochmal darauf eingehen, was genau der Hintergrund von Wavelengths ist. Keine Innovation ohne Trittbrettfahrer, keine tollen Entwicklungen ohne Leute, die nachher behaupten, ich habe das erfunden. Ja, dazu kommen wir jetzt gleich. Und zwar, ich kann mich gut erinnern, in 2016 hat mich Tyler Blake kontaktiert. Er hat mich angerufen und meinte, hey Robbie, hör zu, wir haben hier, und mit wir meinte er sich selber und noch ein paar Kollegen, ein paar Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, wir haben ein neues Material entwickelt, / entwickeln lassen, nämlich ein ganz besonders feines Nylon-Material. Die waren damals nämlich nicht zufrieden mit dem normalen Paracord. Das war denen tatsächlich ein bisschen zu grob. Weil die gesagt haben, ja, alles schön und gut, aber die wollten näher an das Ausrollverhalten von Leder rankommen. Ja, und da war eben die große Frage, dazu muss was her, das flexibler ist, das weicher ausrollt, als es normales Paracord tut. So. Dann habe ich eben Ende 2016, Anfang 2017, ja um den Dreh rum, habe ich dann den Prototypen bekommen von Tyler Blake, einer Wavelengths-Peitsche. Und mich hat es total weggehauen, sowieso wie noch nie erlebt. Wirklich flüssig, absolut ruhig im Geradeauslauf. Der Loop, der sich gebildet hat, lief runter wie eine Eins. Es war wirklich perfekt und alles, wie man im Englischen, ja, genau, effortless. Wie man im Englischen so schön sagt, effortless. Absolut. Ohne jede Anstrengung. So. Und jetzt kommt der Fehler, den Tyler Blake und seine Kollegen damals gemacht haben.
Tyler hat mich gefragt, du, hast du eine Ahnung, wie man das nennen soll, das Material? Und ich habe dann überlegt und habe ihm dann ein, zwei Tage später geschrieben und gesagt, für dieses Material, ich fände Wavelace sehr, sehr geil. Sehr, sehr schöner, passender Name. Und den Namen haben die dann auch so übernommen. Und so wurde aus dieser neuen Paracord-Entwicklung Wavelace. So. Der Fehler aber, den ich gerade angesprochen habe, war der, dass sie sich nicht haben patentieren lassen. Also den Begriff Wavelace. Oder überhaupt das ganze Material. Weil Tyler meinte damals, ich kann mich noch gut erinnern, naja gut, das ist ein so dermaßener Aufwand, das zu flechten. Dadurch werden die Whips so teuer, das wird wahrscheinlich niemanden interessieren. Ja, wenn es da nicht die besagten Trittbrettfahrer gäbe. Die sind nämlich ganz interessant und raffiniert. Es gibt ja Leute, die gehen her und sagen, so, Wavelace. Tatsache ist aber, im Inneren ist alles aus ganz stinknormalen Paracord. Paracord, dann vielleicht sogar noch irgendwelche Griffbänder oder Isolierbänder oder sonst irgendwelches billiges Gelumpe. Und das Overlay, die allerletzte Überflechtung, die man sieht, das ist dann Wavelace. Da gibt es ein schönes Beispiel, zum Beispiel der gute Nick Schrader von Whips Nick Shop. Nee, andersrum. Whips Nick's Whip Shop, jetzt hätte ich es fast nicht mehr hingekriegt. Nick Schrader von Nick's Whip Shop, der ist ja sehr beliebt, der gute Mann, macht einen Haufen Videos und nach seinen Tutorials bauen ja irgendwie 90% aller Leute ihre Peitschen. Ja, warum auch immer. Die Sache ist jetzt so, der hat ganz groß angekündigt, speziell seit Tyler Blake seine Seite zugemacht hat, der hat sich nämlich seiner Kunst zugewandt, der hat mit den Peitschenflechten zumindest jetzt aufgehört, ich hoffe, der macht irgendwann wieder weiter. Auf jeden Fall, seit die Seite zu ist, ist es so, dass zum Beispiel eben der gute Nick rumrennt und sagt, ich habe was völlig Neues erfunden, nämlich Whipmaker's Cord. Ja, und das, liebe Freunde, das ist leider Gottes gelogen. Das hat nämlich nicht er erfunden, nämlich schon in 2016 Tyler Blake und eben seine Kollegen damals, die da gearbeitet haben. Die sind dann zum Hersteller gegangen, haben gesagt, du, pass auf, wir würden gerne. Und dann haben die da rumgetüftelt und dann kam am Schluss eben dieses Material raus. Es ist so, stell dir vor, du gehst jetzt her und nimmst einfach einen Hamburger, so ein Fleischdings dazwischen, Salatgurke obendrauf oder zwei so Scheiben und nennst das Ganze dann so. Und das hier habe ich erfunden, das ist der Big Mac. Ja, sieht aus wie ein Big Mac, schmeckt wie ein Big Mac, ist eigentlich nur eine ganz billige Kopie, aber damit man sagen kann, ich habe das erfunden, nenne ich es jetzt Big Mac. Und das ist nicht gut. Vor allem die Leute, also das ist nicht der Einzige, der das macht, da gibt es immer wieder solche Leute. Deswegen mein Rat an euch, jetzt abseits von dem Ding hier, erkundigt euch, wenn ihr euch eine Wavelace-Peitsche kaufen wollt, was mit Sicherheit eine goldrichtige Entscheidung ist, aber erkundigt euch vorher, ob das Ding wirklich komplett aus Wavelace gemacht ist. Okay? Wichtig, lasst euch das schriftlich geben, denn eine Peitsche, die ganz normal aus Paracord gemacht ist und am Schluss dann einfach ein Wavelace-Overlay kriegt, ja, das macht das Ding nicht wirklich besser. Stellt euch vor, ihr nehmt das Fahrgestell von einem VW Polo und da drauf setzt ihr dann die Karosserie von einem Ferrari. Ja, es sieht von außen aus wie ein Ferrari, wird aber immer nur ein kleiner VW Polo bleiben. Richtig? Da, ganz genau. Da. Ja, ich erhalte hier auch gerade Regenzuspruch. Vielen Dankeschön, vielen Dank. Ja, und das ist eben der Punkt an der Sache. So eine Wavelace-Peitsche, kann man sagen, ist vom Zeitaufwand her tatsächlich locker das Doppelte von dem, was du für eine normale Whip brauchst. Wenn ich eine Nylon-Peitsche habe und habe die in der Dicke hier, dann ist es normalerweise so, du hast einen Kern, dann vielleicht einen Belly, eine Überflechtung, Overlay, fertig. Dass die so dünn ist. Dieses Ding hier, dieses kleine Wahnsinnsteil hier, dieses kleine Goldstückchen hier, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll und es ist kitschig klingt. Ja, ich weiß, Goldstückchen klingt total blöd. Stimmt. Nein, ich schneide es nicht. Nein, ich werde es nicht rausschneiden. Ich lasse es drin. Nein, bin ich mich blamiert, dann schon richtig. So, und jetzt ist es so. Das Ding hier hat tatsächlich den Kern und drei geflochtene Bellies. Drei. Denn das Wavelace ist so dünn und so fein vom Material, dass es kaum aufträgt. Das heißt, um eine solche, also das Ding hier jetzt dicke zu nennen, das ist schon ziemlich überheblich. Das ist nicht dick. Aber um diesen Durchmesser hinzukriegen, dass es auch wirklich
benutzbar ist, dass es nicht so überdünn wird, da müssen 3 geflochtene Berlis mit einem kompletten Binding rein. Das muss man sich immer vorstellen. Eine 6-Fuß-Whip aus Paracord, für die brauchst du ungefähr, naja, ich würde jetzt mal sagen, so um die 10 Stunden, wenn du es richtig machst. Ja. Für das Ding hier brauchst du mindestens 20 Stunden. Und da kommt jetzt eben wieder die Qualität zum Tragen. Das hier ist eine echte Wavelace-Peitsche. Die ist aus 3 Bellies, Wavelace und hat vor allem das Binding, also diese inneren Bindungen über diesen einzelnen Bellies, mit richtig guten Materialien. Mit Kunstszene, mit Dyneema. Zu dem Thema Dyneema-Kunstszene gibt es ein eigenes Video, wie gesagt. Das hier ist fachlich absolut richtig perfekt gemacht, kostet aber auch. Das ist genau diese Sache. Ihr geht irgendwo hin und sagt, ja, grüß Gott, ich möchte gerne einen VW Polo. Ja, dann bezahlt er auch nur für einen VW Polo. Oder ihr sagt, ich will Mercedes S-Klasse, dann bezahlt ihr auch für Mercedes S-Klasse, was auch beides völlig in Ordnung und legitim ist, was nicht legitim ist. Und das ist eben, das ist der Betrug an der ganzen Geschichte. Und damit es hier kein Durcheinander gibt, die Whip hier ist von Ben Wajek, von Ben's Custom Whips. Was ich hier sage über Leute, die betrügen oder die irgendwie schlechte Arbeiten abliefern, das ist nur meine ganz persönliche Meinung und Aussage. Wenn euch das nicht passt, dann wendet euch an mich. Also Ben, der kann da nichts dafür. Das ist meine Idee. So, und weiter geht's. Was ist dann noch so speziell dran? Nämlich das berühmte English Eye. Zum Thema English Eye habe ich auch schon Videos gemacht. Ich habe das auch bei einer anderen Peitsche von Ben in aller Breite demonstriert. Schenke ich mir jetzt. Ein English Eye zu machen, zu flechten, das ist wirklich kompliziert. Das ist die Königsdisziplin. Denn normalerweise fangen die Leute hier oben vom Griff an, hier abwärts zu flechten und da wird das Ding immer dünner. Ja, um ein English Eye herzukriegen, fängst du hier oben an, ganz dünn und dann wird es immer dicker. Das ist unglaublich kompliziert. Also der Vorteil ist, wie ich in dem anderen Video schon gesagt habe, ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein, du kannst Falls wechseln, ohne irgendwas aufschneiden zu müssen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wie gesagt, dazu in den anderen Videos mehr. Also, zusammengefasst, das hier ist eine Whip aus diesem legendären Material Wavelace. Und es heißt Wavelace und wurde erfunden von Tyler Blake und seinen Kumpels etwa 2016. Und nein, es heißt nicht Whipmaker's Cord und es ist nicht von irgendjemand anderem entwickelt worden. Das Ehre, wem Ehre gebührt, kommt von Tyler Blake und seinen Leuten. Und es heißt Wavelace. Denkt dran, Big Mac oder Big Mick. Ja, denn das ist die böse Sache. Nochmal abschließend, ich möchte nochmal darauf hinweisen, weil es mir wirklich am Herzen liegt, die Leute bezahlen einen Haufen Geld für irgendwelche Whips, die im Endeffekt dann gerade mal die Hälfte wert sind. Und dann ist das Wehklagen groß. Das ist nicht so der Hit. Weil eine einfache Whip zu machen aus Paracord, dann ein Wavelace Overlay zu machen und zu sagen, das ist jetzt genauso gut, als ob die komplett aus Wavelace wäre, das ist gelogen. Das ist falsch. Das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. Das wäre genauso, wenn ich euch sage, ja, überhaupt kein Problem beim Wagen. Ihr nehmt Sommerreifen, dann drückt ihr ein paar Reisnägel rundherum rein, ist genauso gut wie jeder dedizierte Winterreifen. Passt ganz genauso. Ich denke, ihr seht den Punkt, oder? Ja, gut. Jo, so viel dazu. Wenn euch das Thema interessiert, Wavelace, unterhaltet euch mal mit Ben Wajek drüber. Nicht erschrecken, Peitschen aus Wavelace, also welche, die wirklich komplett aus Wavelace sind, nicht die berühmten VW Polo Fahrgestelle mit der Ferrari Karosserie drauf,
Wobei die Dinge werden auch schon teuer verkauft. Und das finde ich persönlich schlimm, weil damit die Kunden tatsächlich verarscht werden. Aber bitte, fragt einfach nach, was genau drin ist. Das dürfte für die eine oder andere Überraschung gut sein. Die Dinge haben, wie gesagt, ihren Preis. Für so einen Teil bezahlt ihr wesentlich mehr als für eine Paracord-Peitsche, denn wie gesagt, der Aufwand ist einfach mal locker doppelt so hoch. Für so eine Whip aus Paracord etwa 10 Stunden, dann so ein Ding, ohne irgendwelches fancy Plating, ganz einfach gemacht, beide Versionen. Die eine 10 Stunden, eine Wavelace-Peitsche locker 20 Stunden. Ja, so viel dazu. Alles Gute und mich würde wirklich interessieren, wenn ihr eine komplett aus Wavelace gefertigte Whip habt, schreibt vielleicht in die Kommentare eure Erfahrungen damit. Würde mich wirklich interessieren. Alles Gute und bis dann. Ihr könnt jetzt ausschalten.